Ich bin heute in München und bin eingeladen von Sarah Harrison und ihrem Mann Dominik. Sarah, die einzige Frau bei der Promi-Darts-WM 2020. Ich bin sehr gespannt. Hallöchen. Hello. Hallo Sarah, Elmar, hi, freut mich hi, auch sehr. Yes. Die einzige Frau bei der Promi-Darts-WM. Mach mich nicht nervös. Yeah, komm rein. Komm rein, auf geht's. Ja, willkommen in unserem gemütlichen Zuhause, weihnachtlichen Zuhause. Sehr schön habt ihr es hier. Das sieht gut danke aus. Der Weihnachtsbaum steht schon. Ja, der steht bei uns. Also wenn es nach mir gehen würde, schon ab September. Relativ früh, sagen okay wir mal. Ja. Sarah Harrison ist eine Unternehmerin, die im Social-Media-Bereich sehr aktiv ist. Die Wurzeln im Darts hat durch ihren Vater erstaunlicherweise und die deshalb bei der Promi-Darts-WM auch mit dabei ist. Warum ist Sarah genau die Richtige für die Promi-Darts-WM? Sag's mir, Sarah. Ja, also ich bin Mensch, ich liebe Herausforderungen. Ja. Und mich bietet es schon immer ein bisschen, vor allem weil ich von klein auf so ein bisschen mit Dart auch schon in Verbindung stehe wegen ja meinem Vater. Ja. Ist es schon eine besondere Herausforderung für mich, die ich sehr gerne annehme. Und auch jetzt durch das Training, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ja, eigentlich zeigen möchte, dass du es kannst. Dass es kann, ja. Ich glaube, auch so den Papa ein bisschen stolz machen. Ja, doch, ja, verstehe. Ja, der wird auch im Publikum sitzen. Ich habe euch, glaube ich, Baumann ja schon ist angekommen. Ja, ja, ist angekommen. Ja. Dominik, okay. Alles. Ja, wir wollten es doch nicht aufbauen, einfach ja so, ne? Weil da gibt es ja auch gewisse Entfernungen, absolut. Ihr habt ja schon einen Ort, wo? Ja, also da haben wir vorhin schon mal ein bisschen geguckt und diskutiert, aber ich glaube, die beste Stelle wäre genau hier. Ah. Unser schönes Bild muss weichen. Oh Gott. Dass Sarah und ihr Mann Dominik hier die Bohrmaschine auspacken und wir das Board hier an die Wand hauen, das ist klasse. Zwei Löcher rein ist auch nicht selbstverständlich, aber jetzt ist die Voraussetzung auch tatsächlich geschaffen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. 2,37 Meter, man wird sich fragen, warum dieser krumme Zahn, warum nicht 2,40? Es gibt tatsächlich die Legende, dass man damals von der Brauerei Hockey & Sons 5 Bierkisten hintereinander stellt. Und diese Strecke ergab genau die Strecke von 2,37 Meter. Und weil es Hockey & Sons war, kam man irgendwann auf den Begriff des Hockeys, der Wurflinie. Ladies and Gentlemen, es ist der allererste Wurf mit Steel Darts in Richtung Dartboard von Sarah Harrison. Okay, so war jetzt nicht so toll. Leute! Pass auf, kleine Zielübung. Wir haben Ziele für dich dabei. Emojis. Welchen setzt du am häufigsten ein? Oh, die finde ich ganz süß. Den hier. Warum findest du ihn süß? Weil er einfach süß ist. Weil er einfach alles so ein bisschen verniedlicht und so ein bisschen veralbert. Okay, wie viele Emojis am Tag haust du raus, sozusagen? 30. Okay. Sowas, ja. Aber übertreibst es also nicht. Oh! Darts ist auch eine Frage des Rhythmus. Ja, endlich! Oh. Bam! Ich werde einen Trippeln, das wäre mir ja peinlich. 81. Peinlich ist es. War das dir jetzt peinlich? Nein. Na, also. Ich sag nur, es sei mir peinlich. Es ist mir überhaupt nicht peinlich. Wir haben ein Leck gespielt. Ich fand, das war richtig ordentlich von dir. Wir sind gar nicht so weit auseinander. Deine beste Aufnahme, 69. Sarah, was machst du, wenn du eine 180 auf der Bühne wirfst? Ich glaube, dann werde ich das erste Mal in meinem Leben ein Salto probieren. Okay. Jetzt treffe ich die Doppel-10, pass auf. Ich kann gar nicht hinschauen. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Ah, 18.
30. Sarah, du bist jetzt in dem Bereich, du kannst, wenn ich jetzt dich treffe, dann ist das echt möglich. 53, überlegst du dir schon mal einen Weg? Ja. Falls du da mal rankommst. Ah, das tut mir leid. Oh nein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich muss noch ein bisschen üben. Ja, das wäre ja auch noch schöner. Das wäre ja noch schöner. Das Gute ist ja, du spielst ja nicht alleine. Du hast ja einen Partner. Du hast ja einen Profi an deiner Seite. Und einer, der es richtig kann. Der es wirklich richtig kann. Den Dominik. Den bräuchte ich mal ganz kurz. Dominik. Ich bin insgeheim ein Dart-Profi. Ich bin dein neuer Partner. Nein, Spaß. Weißt du das schon? Ja. Seit wann? Nein. Dominik, komm mal eben mit. Ich auch? Nein. Nur der Dominik. Tschüss. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja. Sarah, sorry, dass ich kurz weg war. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Jetzt kommt der Moment. Es ist halt okay. Die Frage, wer ist an deiner Seite, mit wem wirst du an den Start gehen? Hattest du eigentlich einen Wunsch? Hast du einen Wunschspieler? Ja, also die, wo ich jetzt halt kenne, ist jetzt Phil Taylor natürlich. Natürlich. Das wäre natürlich schön. Ja. Ich bin mir sicher, wir haben deinen Vater, lange im Dart dabei ist, der liebt Phil Vater, Taylor. Ja. Der wäre ganz stolz auf mich. Michael von Gerben. Ja, Nummer 1 der Welt, ja. Der Weltmeister der aktuelle. Ja. Und Max Hopp. Und Max Hopp, auch, ja. Genau. Können es, ich mir jetzt vorstellen. Es wird keiner dieser drei sein. Also, okay. Ja. Dafür ist es einer, der in diesem Jahr sich enorm gesteigert hat. Es ist die Nummer 3 der Welt. Der Mann hat in diesem Jahr seinen zweiten ganz großen Sieg eingefahren. Okay. Er kommt aus Wales. Er ist The Iceman. Es ist Gerben Price. What's up, what's up? You good? Oh mein Gott, das ist leicht verstört. Are you ready for the game? Ja. Yes. Oh mein Gott, was? Perfect. Gerben Price ist ein ehemaliger Rugby-Spieler, der erst vor 6, 7 Jahren gesagt hat, komm, Darts und es funktioniert ganz gut und der sich unheimlich schnell in die Weltspitze gespielt hat. Okay. Das ist cool. Das ist dein Partner. Okay, ich freue mich drauf. Sehr gut. Ich habe noch was für dich, Sarah. Okay. Eine kleine Videobotschaft von Gerben Price. Hi Sarah, this is Gerben Price, the Iceman. I heard your name is the Hurricane, so hopefully you can come and help me blow these other players out of the water. I need your help. I'm playing pretty well this year, so I hope you're practicing for the Pro Celeb in January. I'll see you there. So bring your A game. Bring your A game. Okay, das ist gut. Das ist Gerben Price. Über der Iceman mit, wir haben ja gar nicht mehr gesprochen, dein Spitzname. Sarah the Hurricane Harrison. Yes, Sarah the Hurricane Harrison. Hört sich schon gut an, gell? Ich habe so einen kleinen Trainingsplan für dich. Okay. Hintergrund ist der, dass wir irgendwie gedacht haben, komm, das wird dir vielleicht helfen, auch so eine kleine Entwicklung zu sehen. Du kannst dir deine Trainingsdauer eintragen, du kannst dir deine Anzahl an Doppeltreffern, an Trippeltreffern eintragen, wie viele 180er es sind. Vielleicht erkennst du ja eine Steigerung im Verlauf des Tages. Okay. Also, dieser Trainingsplan ist für dich. Er wird hoffentlich hier in der Nähe des Dartboards hängen. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am 4. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch hier das Board aufzuhängen. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass du da und, warst. Und fleißig trainieren. Sarah, danke dir. Wir werden Spaß haben. Macht's gut. Ciao.